wundere mich, Herr Kögel. Der Bürgermeister fliegt selbst? Ja, so kann ich Ihnen am besten mein Störzing vorstellen. Sehen Sie dort vorne die Felswand? Da fängt Ihr Dienstgebiet an. Führt runter bis zum See und weiter nach Stiftshofen. Mein Dienstgebiet, ja? Ich kann Ihre Begeisterung verstehen, aber noch ist es nicht mein Dienstgebiet. Störzing finden Sie einfach alles. Den See, die Wälder, das Gebirge. Ist doch wie ein Traum für Ihren Förster. Sie lieben Ihre Gemeinde, was? Ich würde Sie heiraten. Ja, es ist wirklich schön hier. Ihr Angebot ist hier wirklich verlockend, aber da gibt es ein kleines Problem. Ich lebe in Küblach. Es gibt für alles eine Lösung. Für fast alles. Warten Sie ab. Das Beste kommt noch. Förster in Störzing. Klingt doch nicht schlecht. Auf jeden Fall besser, als zu Hause zu sitzen und nichts zu machen. Davon kann ich in Küblach leben und in Störzing arbeiten. Wie soll das gehen? Und warum fährt er dann extra dorthin? Ach, weil dieser Bürgermeister mehr redet als jeder Gebrauchtwagenhändler. Er hat keine Ruhe gegeben, bis Stefan versprochen hat, vorbeizuschauen. Schade eigentlich. Durch die neue Umgehungsstraße liegt Störzing für mich näher als Küblach. Ja, schön. Aber wenn man in Küblach wohnt, liegt Störzing am anderen Ende der Welt. Ich denke, so in 2-3 Tagen kannst du die Belastung wieder langsam steigern. Entschuldige. Mach mal. Stadler, komm. Herr Dr. Mödinger. Was heute? Wir sind eine kleine Gemeinde, aber im Sommer ist hier die Hölle los. Wir haben mehr Touristen als Einheimische. Aber leider nur im Sommer. Und da kommen Sie mit ins Spiel. Was, ich? Wir wollen Sie nicht nur als neuen Förster haben. Wir bieten Ihnen an, rund um Störzing einen Naturpark zu errichten. In Eigenregie. Ein was? Sie haben richtig gehört. Sie entwickeln das Konzept, sorgen für die Umsetzung und ich kümmere mich um den Rest. Das Geld und die Politik. Das haut Sie um, was? Das haut mich wirklich um. Ich hab doch gesagt, das Beste kommt erst noch. Also vielen Dank für diesen tollen Flug. Kommen Sie mal mit, Herr Leitner. Ich will Ihnen noch was zeigen. Die Frau Dr. Stadler. Grüß Sie. Grüß Sie, Frau Sauer. Sie können es nicht lassen. Naja, Berufskrankheit. Der Herr Dr. Mödinger kommt gleich. Nehmen Sie einen Kaffee? Ach, ist nicht nötig, danke. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, worum es geht? Das soll nicht der Herr Doktor selber sagen. Gut, dann warte ich. Da sind Sie den gar nicht neugierig. Ach, na ja. Also von mir haben Sie es nicht. Der Herr Dr. Mödinger hört auf. Ach so. Naja, das hat er ja schon öfter gesagt. Aber diesmal meint er das ernst. Und Sie werden seine Nachfolgerin. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Das Haus gehört der Gemeinde und wird dem neuen Förster zur Verfügung gestellt. Genauso wie der Wagen. Nicht im Ernst, oder? Na, was sagen Sie? Sind wir im Geschäft? Also, Ihr Angebot ist wirklich verlockend. Und diese Gegend ist ein Traum. Aber ich habe Familie. Ich habe 3 Förster angesprochen und die 2 anderen haben mir bereits ihre Zusage signalisiert. Wobei Sie für mich an erster Stelle stehen. Das ehrt mich sehr. Was ich gesagt habe, zielt bis heute Abend zur Gemeinderatssitzung. Denn da werde ich den neuen Förster von Störzing präsentieren. Wetten Sie nicht darauf, dass ich blöffe. Störzing hat heute Abend einen neuen Förster, ob Sie das sind oder ein anderer. Wissen Sie eigentlich, was so ein Umzug für mich bedeutet? Was wir Ihnen hier bieten, ist die Chance Ihres Lebens.
Wann hat ein Förster schon mal die Gelegenheit, einen Naturpark selbst zu planen und aufzubauen? So gut wie nie. Was ist mit dir los? Bist du schwanger? Nein. Dr. Mödinger hat mir seine Praxis angeboten. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich drüber nachdenke. Aber ehrlich gesagt, würde ich gern annehmen. Ist doch super. Was sagt denn Stefan dazu? Na, der weiß das doch noch gar nicht. Aber ich denke doch, der wird sich freuen. Was sonst? Kindergarten, Privatschule, Realschule, Gymnasium, alles in unmittelbarer Nähe. Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt. Da hinten finden Sie mich, mein zweites Zuhause. Und im Breitner können Sie gut und günstig essen gehen. Herr Leitner, überlegen Sie nicht lang. Schlagen Sie ein. Wunderbar. Dann schlage ich vor, Sie überbringen Ihrer Familie die gute Nachricht und heute Abend stelle ich Sie dem Gemeinderat vor. So schnell geht das nicht. Ich muss noch zurück nach Krüblach. Die Zustimmung des Gemeinderats ist zwar nur eine Formsache, aber wenn Sie nicht dabei sind, dann könnten die Ihnen das vielleicht übel nehmen. Lassen Sie mich jetzt nicht hängen. Ich rufe im Breiten an, dann können Sie übernachten. Frau Steiner? Ja? Setzen Sie einen weiteren Tagesordnungspunkt auf die Liste für die Sitzung heute Abend. Vorstellung des neuen Försters. So schnell? Ich dachte, das dauert noch. Der Herr Leitner war der Erste, den Sie gefragt haben. Ich wollte den Besten. Ich hab den Besten. Müssen Sie jetzt kaufen? Das Skateboard? Ja. Nee. Da bin ich viel zu alt für. Das ist aber schön. Hast du das gemacht? Hm. Was willst du denn haben dafür? 50 Cent. 50 Cent. Okay. Weißt du was? Du kriegst einen Euro von mir. Danke. Okay, bitte. Marie! Bist du noch am Ammersee? Nein, ich bin schon auf dem Weg zurück. Und? Wie ist es gelaufen? Das erzähle ich dir später. Kommst du auf dem Rückweg am Reiterhof vorbei? Ich habe dir nämlich auch einiges zu erzählen. Na klar, mach ich. Ciao. Mann. Was mache ich jetzt mit dir, nachdem ich dich fast überfahren habe? Warum siehst du so krank aus? Na, dann komm mal her. Ich weiß, da jemand dir helfen kann. Tja, das ist wirklich sehr schwach. Willst du mir nichts trinken? Ich kann noch nichts Genaues sagen. Vielleicht hat es was Falsches gefressen. Ach, sag mal, der Bürgermeister? Hat der wieder so viel geredet wie am Telefon?
Ohne Punkt und Komma. Marie? Ich war übrigens heute bei Dr. Mödinger, als du in Stürzing warst. Und er hat mir seine Praxis angeboten. Er hört auf. Und hast du angenommen? Ja, ich wollte erst mal mit dir reden, aber wäre schon dumm, Nein zu sagen. Bis wann musst du dich entscheiden? Er hat noch nichts gesagt. Aber er wird auch nicht ewig warten können. Ich dachte eigentlich, du freust dich für mich. Hallo, Stefan? Alles in Ordnung? Ja, ja, alles gut. Klar freue ich mich für dich. Das ist ja immer das, was du dir gewünscht hast. Naja, nicht ganz, aber fast. Stefan! Marianne! Was machst du da? Ach, ich hab so ein bisschen nachgedacht. Was ist denn los? Ich war heute Morgen in Stürzing. Ja und, wie ist es gelaufen? Ja gut, sehr gut. Viel zu gut. Stefan! Mi chiamo Lisa. E questo è un cane. Ich hatte heute zum ersten Mal Italienisch. Drama! Ciao! Hallo, dann andiamo a casa, dai. Was? Wir fahren nach Hause, hol deine Sachen. Okay. Lukas hole ich auch gleich. Ja. Jetzt hört's auf, sonst verstehe ich bald überhaupt nichts mehr. Also, sie fühlt sich wirklich wohl in diesem Gymnasium. Also, was ist los? Sie haben mir einen Job angeboten, als Förster, in Stürzing. Tja, und ich? Ich habe zugesagt. Was, so schnell? Ja, aber du... Du weißt doch, was das für die Lisa bedeutet. Also gerade jetzt. Aber gerade jetzt ist die richtige Zeit, Marianne. Weiß es die Marie? Nein, sie weiß es nicht. Stefan. Ich musste mich schnell entscheiden, sonst hätte irgendjemand anders den Job bekommen. Also bei so einer schweren Entscheidung, da darfst du dich nicht erpressen lassen. Von niemandem. Ja, ich weiß, aber... Verstehst? Übrigens, dein Reh wurde mit Kraftfutter gefüttert. Damit hat sich den Magen verdorben. Panne! Die Jäger versuchen damit, ihren Rehwildbestand hochzuhalten. Brumm, brumm. Ich fahre nach Stürzing. Was, jetzt? Ach nee, Stefan, das ist nicht dein Ernst. Ich hatte mich so auf einen schönen Abend gefreut. Ja, ich weiß. Womit nervt dich denn dieser Bürgermeister jetzt noch? Hm? Die wollen einen Naturpark bauen. Aha, ist doch schön für sie. Aber was hast du damit zu tun? Naja, also ich soll ihn planen und die Pläne auch umsetzen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung für mich, so als Förster. Marie, ich habe die Stelle angenommen. Ich wollte vorhin mit dir darüber reden, aber... Hätte das was geändert? Lass uns morgen Ruhe. Worüber wollen wir denn reden, Stefan? Deine Entscheidung ist doch gefallen, oder? Wenn du es eilig hast, warum fährst du nicht einfach, hm? Na? Zeig mal dein Auto. Marie, ich... Tschüss. Tschüss, mein Kleiner. Tata. Tschüss. Und sein Entschluss steht fest, er will mit der ganzen Familie nach Stürzing ziehen? Ja. Ich kann es ja selber kaum glauben. Und was wird aus den Kindern? Ich weiß es nicht. Wie stellt er sich das denn vor?
Ich glaube, das hat er sich überhaupt noch nicht überlegt. Das sollte man aber, bevor man das Leben von wer weiß wie vielen Leuten auf den Kopf stellt. Vielleicht hat er sich zu schnell entschieden. Aber er ist doch der Letzte, der bei so einer Entscheidung nur an sich denkt. Also die Hühner verstecken ihre Eier jetzt an Stellen. Ich komme jeden Tag vor, als wäre Ostern. Was ist denn los? Was ist denn? Stefan verlässt Küblach. Stefan Leitner hat mehr als einmal gezeigt, dass er selbst mit den größten Schwierigkeiten klarkommt. Ihm ist es zu verdanken, dass einer der größten Umweltskandale der letzten Jahre aufgedeckt und eine Naturkatastrophe verhindert wurde. Stefan Leitner wird nicht nur ein guter Förster für Störzing werden. Er wird auch unser Projekt Naturpark Störzing zum Erfolg führen. Davon bin ich überzeugt. Danke. Sagen Sie denn, diese Geschichte mit diesem Bierbrauerskandal, das waren auch Sie, oder? Das war ich, ja. Ja, wollten Sie dort nicht als Förster arbeiten? Das war eigentlich geplant, ja. Ach, das hat aber dann nicht geklappt, oder? Nein, leider nicht. Also wenn man unserem allseits geschätzten Bürgermeister Glauben schenkt, was wir natürlich tun, dann sind Sie nicht nur Förster, sondern der Messias persönlich. Und in solchen Momenten, da frage ich mich immer, wo ist eigentlich der Haken? Warum schicken die am Tegernsee so einen Supermann plötzlich weg? Dann müssten Sie den Gemeinderat fragen. Die Brauerei hat Druck ausgeübt und die haben einfach ihre Meinung geändert. Scheint so, als wären sie Ärger gewöhnt. Oder er zieht den Ärger magisch an. Tja, sowas soll's geben. Ich hoffe, dass du nicht gleich mit dem Ärger anfängst, sonst läuft er uns noch weg. Oh, nix für ungut, Herr Leiser. Leitner. Leitner. Mit der Forstverwaltung München ist alles geklärt. Sie haben keine Einwände, dass die freie Forstdienststelle Störzing mit Herrn Leitner besetzt wird. Also liegt es jetzt an uns. Wir sollten abstimmen. Wer ist dafür, dass Herr Leitner der neue Förster von Störzing wird? Gegenstimmen? Enthaltungen? Maria? Oh, Entschuldigung. Tja, unser Bürgermeister liebt rasche Entscheidungen. Ich schaue mir die Leute gern vorher an. Gut, mit einer Enthaltung. Herr Leitner, willkommen in Störzing. Dankeschön. Vielen Dank. Du bist mit Stefans Entscheidung nicht einverstanden, hm? Es war seine Idee, in Kanada alle Zelte abzubrechen und wieder hierher zurückzukommen. Jetzt lässt er wieder alles im Stich. Gott, Stefan lässt doch nichts im Stich. Er muss an seine Familie denken. Und ich? Was ist mit mir? Gehöre ich vielleicht nicht mehr zur Familie? Ist das Thema schon durch, ja? Ach, deshalb bist du so wütend. Ich bin nicht wütend. Ja, und das Forsthaus? Ja, was wird damit? Bleibt es leer stehen? Wird es vermietet, verkauft, verpachtet? Was denn nun? Also du tust so, als ob du deinen Sohn verlierst. Mein Gott, er zieht nur in eine andere Stadt. Stefan und ich, wir waren immer zusammen. Erst hier in Küblach, wo er aufgewachsen ist, später in Kanada, dann wieder hier. Vater und Sohn, das war immer ein Team. Ja, ja. Und daran wird sich auch nichts ändern. Ach, hör doch auf, Josef. Selbstverständlich wird es sich ändern, das weißt du auch ganz genau. Okay, vielleicht wird sich was ändern. Aber Stefan bleibt dein Sohn. Sei jetzt für ihn da. Er braucht jemanden, der ihm Mut macht, der ihm hilft. Mein Gott, Störzing ist doch nicht aus der Welt.
Hallo, Vorsicht. Ach. Hallo. Servus, grüß Gott, die Herren. Na, habt ihr was geschossen? Servus. Servus. Ja, haben Sie unser Wohnzimmer schon entdeckt? Lissi, machst du mir ein Bier? Ja, sofort. Im Gemeinderat bin ich die Frau Breitner. Hier können Sie gern Lissi zu mir sagen, das sagen alle. Mach ich. Der Bürgermeister hat gesagt, dass Sie heute übernachten. Ja, das ist richtig. Möchten Sie zuerst Ihr Zimmer sehen oder was essen? Oder? Gib ihm doch lieber erst einmal ein Bier, Lissi. Servus, Herr Leitner. Ja, servus. Wir sollen zu mir übersetzen. Ja, gern. Vorsicht, Zaufer, gell? Krieg uns am neuen Förster nicht zu dir finden, nein. Nicht, dass du davon bei Stecker bleibst. Warum denn, Franz? Hast du Angst, dass dann für dich kein Platz mehr ist? Sie mögen sich. Das ist der Jägerstammtisch, da geht's euch ein bisschen derber zu. Sie ja nicht? Klar, ohne Jagd geht's nicht. Aber die Art und Weise, wie es passiert, die gefällt mir manchmal nicht. Ich habe heute Morgen einen Reh gefunden, auf der Straße. Sehr schwach, danke. Es hat sich den Magen verdorben. Durch Kraftfutter. Freilich, weil sie alle von den großen Trophäen träumen. Und dann greifen sie halt einmal in die Trickkiste, ne? Zum Wohl. Ich werde ganz bestimmt nicht mit nach Störzing gehen. Wer da das denkt, hat er sich geschnitten. Du willst weiter in Küblach arbeiten, während Stefan den Förster in Störzing gibt. Wie soll das gehen? Ja, frag ihn. Er hat so entschieden, ohne auch nur ein Wort mit mir darüber zu reden. Ja, aber bei ihm sind es ja auch ganz andere Umstände. Er hat schließlich eine Familie zu ernähren. Ach so. Und das entschuldigt alles, ja? Und ich habe ihm ungefragt zu folgen, oder was? Kann ich mir ja gleich eine Burka kaufen. Wovor hast du eigentlich Angst? Ja, dass mir das Ding nicht passt. Mir kannst du jeden Scheiß erzählen, Marie. Sei wenigstens ehrlich zu dir. Es ärgert mich einfach maßlos, dass er mich so übergeht. Und dass er mich zu einer Entscheidung drängt, die ich noch nicht treffen will. Hast du Angst, dass es so wird wie mit Michael? Du gehst nach Afrika, gibst alles auf und am Ende wirst du enttäuscht. Ist es das? Das wird nicht passieren. Warum? Weil du das sagst? Nein, weil Stefan ein ganz anderer Mensch ist. Du sagst auch immer, ich hätte ein Händchen dafür, mich in die falschen Typen zu verlieben. Hast du auch. Was? Ich meine, es war wirklich nicht in Ordnung von ihm, dass er die Entscheidung ohne dich getroffen hat. Und du hast jedes Recht der Welt, auf ihn sauer zu sein. Und meinetwegen lass ihn auch noch ein bisschen dafür leiden. Aber am Ende müsst ihr euch zusammensetzen und nach einer vernünftigen Lösung suchen. Du liebst den Kerl doch. Und er liebt dich. Kann doch nicht so schwer sein, Herrgott, nochmal. Doch. Es ist schwer. So, bitteschön. Danke. Ah ja, servus. 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 Hast du auch gleich eins gesehen? Ja. Ja, was ist jetzt einmal mit der Jagd? Wer geht denn mit? Ja, bin dabei, klar. Konstantin? Ja, mach ich mit. Ja, ja, unser Herr Student hat immer Zeit. Herr Leitner, was ist denn mit Ihnen? Da können Sie gleich ein bisschen Ihr Revier kennenlernen. Es tut mir leid, aber ich muss mich morgen schon um einen Rehbock kümmern, der leider zu viel Kraftfutter gefressen hat. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Was gibt's da nicht zu verstehen? Erstens ist es verboten, Tiere zu füttern, außer in Notzeit. Ja, aber sowas ist doch eine Frage der Definition, ne? Deswegen halte ich mich raus. Aber wozu dieser ganze Aufwand, wenn man sich am Ende ins eigene Fleisch schneidet? Sie haben nicht sonderlich viel Ahnung von der Jagd. Kann das sein? Für die Prüfung hat's gereicht. Die ganze Überfütterung dient doch nur dazu, den Bestand künstlich hochzuhalten. Aber das bedeutet mehr Verbiss. Und am Ende des Tages zerstören wir den Lebensraum der Tiere. Das macht doch keinen Sinn. Genau so entsteht dann dieser Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt und alles geht am Bach runter. Halt du dich doch da raus, Gammerdinger. So, bitteschön. Was willst denn du Dampfblau? Hätte mal ein bisschen Arbeit, ne? Sein Alter soll er sich ein bisschen zurückhalten. Hey, 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 ruhig bleiben. Sonst könnt ihr alle miteinander euer Bier auf der Straße trinken. Was wir in unseren Jagdgebieten machen, geht euch beide gar nichts an. Herr Leitner, kann ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Ich hätte jetzt gerade Zeit. Gerne. Ja? Also, komm jetzt mit. Dankeschön. So, und hier ist Ihr Zimmer. Schön. Hier ist das Badezimmer. Und wenn Sie Fragen haben, gerne an mich. Danke. Vielen Dank. Ach,
Übrigens entschuldigen Sie wegen vorhin, aber die Herrschaften reagieren immer etwas empfindlich, wenn es ums Jagen geht. Ja. Also dann, viel Spaß. Nacht. Tschüss, gute Nacht. Verlassen Sie uns schon. Ich fahr doch lieber nach Hause. Und? Kommen Sie wieder? Ja, sicher. So schnell gibt ein Leitner nicht auf. Okay. Hast du denn angestellt? Ja. Dass sie dich zum Melken verdonnert haben. Jedes Mal versuche ich mich zu drücken, aber Josef und Marianne, die kennen inzwischen alle meine Tricks. Ja, leider hast du Marie verpasst. Sie hat Lukas schon vorbeigebracht. Ach, schade. Ja und? Man zieht so um. Ach. Was hätte ich denn tun sollen, Papa? Küblach hat bereits 9 Förster und die Tegernseher, die wollen mich nicht. Und ich stehe da mit leeren Händen. Hast du deswegen so schnell zugesagt? Wenn ich alleine wäre, dann wäre das was anderes. Aber so mit den Kindern, das ist nicht so einfach. Und Marie? Wie steht die zu der Sache? Ja, Marie stinksauer. Aber das verstehe ich auch. Ich habe einfach Angst, dass ich sie verliere. Das glaube ich nicht. Ich habe ihren Blick gesehen, wie sie dich anguckt. Sie liebt dich. Ihr kriegt das schon hin. Ja, aber ich hätte sie vorher fragen sollen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Du hast getan, was du für richtig hältst. Das tust du jetzt auch. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass du dir Vorwürfe machst. Papa, du verstehst es nicht. Dr. Mödinger hat dir angeboten, die Praxis zu übernehmen. Die Praxis läuft seit Jahren wunderbar. Da kann man nicht einfach Nein sagen. Ja, aber ich stelle sie vor, vollendete Tatsachen. Reiß Lisa aus der Schule. Mann, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Und was ist die Alternative? Abzuwarten, bis du deine Familie nicht mehr ernähren kannst? Als wir damals nach Kanada gegangen sind, da stand ich auch mit dem Rücken an der Wand. Und ich hatte genau die gleichen Ängste wie du. Dasselbe schlechte Gewissen. Und weißt du, warum das Ganze so gut funktioniert hat? Weil wir nie zurückgeguckt haben. Weißt du noch, singender Bär? Forward ever, backwards never. Ja, ich weiß. Na und? Glaub an dich, Stefan. Steh zu deiner Entscheidung. Du wirst sehen, alle anderen verlieren dann auch ihre Zweifel. Und Marie, die spürt, dass du genau das Richtige getan hast. Glaubst du das auch? Klar glaube ich das. Ja, und was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich stehe zu dir. Egal, wie groß der Abstand zwischen uns beiden ist.
Sehr mutig von dir, dass du hier auftauchst. Was? Wieso denn? Wo ist Marie? Im Stall. Was hast du dir bei deinem Alleingang eigentlich gedacht? Augen zu und durch. Jetzt mal ernsthaft. Was soll ich denn machen? Meine Kinder brauchen eine Zukunft. Und was mit der Zukunft von dir und Marie? Deswegen bin ich hergekommen. Marie? Marie, hör zu. Es ist jetzt offiziell. Wir müssen reden. Das Reh ist heute Morgen gestorben. Weißt du an was? Zuerst dachte ich, dass es schon zu schwach war, aber das war nicht der Grund. Es wurde vergiftet. Wie? Ich weiß es nicht. Du solltest dich darum kümmern, bevor noch mehr Tiere sterben. Wir sollten uns zuerst um uns beide kümmern. Ich kann das nicht so zwischen Tür und Angel. Das heißt, ich muss wieder ins Auto steigen? Tja, gewöhn dich dran. Sina! Sina, komm! Sina, was ist denn? Sina! Sina, aus! Aus! Geh da weg! Wahr sein. Dr. Mödinger? Marie Stadler hier. Danke, gut. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich Ihr Angebot annehme. Ja, ich freue mich auch. Ja, okay. Mhm. Danke, tschüss. Tschüss. Lisa, na? Schon fertig mit der Reitstunde? Warum ist denn Stefan schon wieder in Störzing? Das Reh, das Stefan gefunden hat, das ist gestorben. Oh, warum denn? Wir wissen es nicht genau, aber Stefan möchte es gern herausfinden. Das arme Reh. Was hältst du denn davon, wenn wir beide nach Störzing fahren und Stefan dort überraschen? Einfach so? Naja, deswegen nennt man es Überraschung. Ja? Nichts wie los. Dina, was ist denn los? Ach, so eine Scheiße. Aber was hast du denn? Lass mal sehen. Geh mal weg. Jetzt geht er weg. Komm, geh weg. Was ist denn hier los?
Der Ködel. Ja, Herr Bürgermeister. Was? Wie es mir geht? Geh weiter, du rufst mich doch nicht an, wie es mir geht. Was brauchst du denn schon wieder? Ehrlich? Aha. Ja, ja, okay, kümmert mich darum. In dem Fall sogar gern. Fertig. Kammerlinger! Was für ein Zufall, was machen Sie denn hier? Nein, Zufall. Reifen habe ich nicht mitgebracht. Ach, sind Sie Hellseher? Weniger, aber Sie haben einen Kögel angerufen und der hat mich angerufen. Und unser Bürgermeister macht sich halt in der Politik die Hände schmutzig, aber nicht beim Reifenwechsel. Dankeschön. Und zwei Platten auf einmal, natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich. Ja? Na nicht, wenn man mit dem Messer ein bisschen nachhilft. Ja, schaut ganz danach aus. Ist das üblich hier in der Gegend? Nein, wenn man sich so schnell Freunde macht wie Sie. Ja, genau. Waldmannsheil. Waldmannsdank. Deiner Mutter, dass sie stolz sein kann auf dich. Danke. Ah, der neue Förster. Ich bin gerne auf dich. Lassen Sie mich das allein erledigen. Viel Spaß. Sie schon wieder. Ja. Kann ganz schön hartnäckig sein, was? Wir kommen zu spät. Jagd ist schon vorbei. Was soll das? Einer Ihrer Jagdkollegen hat das mit den Füttern ein bisschen zu ernst gemeint. Das Futter ist völlig vergammelt. Und anstatt es zu entsorgen, kippt er einfach Neues drüber. Frisches. Tja, und die Tiere fressen beides. Und vergiften sich damit. Aus welcher Futtergrippe ist das Futter? Wer hat meine Reifen zerstochen? Okay. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ich kümmere mich um meine Reifen und werde keine weiteren Fragen stellen. Und Sie säubern Ihre Futterkrippen, und zwar alle. Damit wäre das Problem gelöst. Vorerst. Ist in Ordnung. Wir lernen ja die Futterkrippen. Ja, jetzt kannst du ihn fragen. Ach ja, wer wohnt denn hier? Lisa, komm mal mit. Okay. Na, Sina? Ob das gut geht? Du weißt ja, dass ich in Küblach nicht mehr als Förster arbeiten kann. Ja, und? Deswegen werden wir in dieses Haus ziehen. Was? Ich will hier aber nicht herziehen. Ich meine, in Küblach, da sind doch alle meine Freundinnen. Ich gehe da zur Schule. Das ist der Hof, Oma und Opa. Ich weiß, Lisa. Es geht aber nicht anders. Ja, aber warum denn nicht? Weil wir von etwas leben müssen. Ich muss Geld verdienen. Ich weiß, es ist schwer für dich. Aber da müssen wir durch. Gemeinsam. Lisa! Lisa! Oh je.
So schlimm? Es wird eine ganze Zeit dauern, bis sie das akzeptiert. Schatz, ich hab dir da was mitgebracht. So? Schau mal hier. Für mich? Für dich. Danke. Es ist schon schön hier. Ja. Aber ich hätte diese Entscheidung nie ohne dich treffen dürfen. Du hast es getan. Ja. Was hätte ich denn tun sollen in meiner Situation? Und außerdem tut mir das wirklich leid. Fühlst du dich denn wohl mit deiner Entscheidung? Nein, weil du nicht mitkommst. Und ich Angst habe, dich zu verlieren. Tja, diese Angst haben wir beide, also werden wir auch beide alles versuchen, um das zu verhindern. Außerdem haben wir ja schon mal eine Beziehung auf Distanz geführt. Ja, und das war nicht so ganz einfach. Naja, aber wir sind auch nicht völlig gescheitert, also. Wir haben wirklich ein super Talent, unsere Liebe kompliziert zu machen. Und ehrlich gesagt, hätte ich nichts dagegen, wenn es mal einfacher wäre. Ja.